Hallo Slotblock-Freunde, die Firma TTS hat einen neuen Zwerg ja auf den Markt gebracht, wie ich euch schon kurz vorgestellt habe. Heute gehen wir ganz tief ins Detail rein und schauen uns dieses schöne Modell an. Eckdaten erstmal grob, bevor wir dann in die Detailaufnahmen gehen. Maßstab 1:24, analoges Modell ausgelegt für 12 Volt. Heißt, wenn ihr digital fahren wollt, muss ja noch ein Digitaldecoder verbaut werden. Ganz besonderes Highlight dieses Autos ist, dass es Frontantrieb hat, und wie dieser aufgebaut ist, schauen wir jetzt im Detail an. Befestigt ist die Karosserie mit 4 Schrauben, 1, 2, 3 und 4. Zwischen Metallfahrwerk dann und Karosserie sind wie immer unsere Gummipuffer. Hier mal drauf achten, wenn ihr die Schrauben zu weit oder zu fest anzieht, dann drückt diesen Gummipuffer zusammen. Das zieht die Karosserie runter und man hat dann oft Berührungen vom Reifen im Radkasten, dann die Schrauben einfach wieder etwas lockern, dass hier Luft ist. Kann natürlich hinten genauso passieren. Der Fahrereinsatz ist aus sehr leichtem Lexan. Dort eingeklebt ist der Fahrer, da wahrscheinlich Ganghebel, und ist schwarz lackiert. Man sieht dann auch die Lackierung, ist die Farbe relativ sparsam aufgetragen. Vorne kann man sogar noch durchschauen, leicht durch die Lackierung. Also schauen wir uns jetzt das Auto von außen an. Hier vorne finden wir gleich ein richtig schönes Detail. Die Gitter hier, das ist ein Foto-Ätzteil, also kein Aufdruck oder kein Kunststoffteil, sondern hochwertiges Gitter, das hier verbaut ist. Weniger schön dann hier oben der Blinker, das ist einfach nur ein Farbstreifen, der aufgemalt oder auflackiert wurde. Also steht im Konflikt hier wirklich schönes Detail und Blinker eher mäßiges Detail. Dafür sind die Frontscheinwerfer wieder schön ausgebildet. Dann aber wieder im Gegenteil, hier auch wieder nur ein Aufkleber im großen Kühlerbereich vorne mit der Aufschrift Auto Bianchi und Abarth. Das nächste Detail wieder sehr schön, zwei Scheibenwischer, und ihr seht, die sind sehr flexibel. Da kann nichts abbrechen, die sind beweglich. Somit kann der ein oder andere Crash dieses Auto Bianchis auch gut überstanden werden. Die Frontscheibe ist schwarz eingefasst, die Lackierung ist nicht ganz so regelmäßig vorne, aber beim Fahren sieht man das eh nicht. Der Fahrer mit dem roten Helm ist komplett ausgebildet, hält das Lenkrad wirklich vorbildlich in seinen Händen. Beide Hände liegen schön am Lenkrad auf und er hat richtig das Lenkrad in der Hand. Die Gurte sind nur aufgemalt, der Helm ist offen und von der Lackierung her nicht ganz so regelmäßig, wie es aussieht. Ich habe einen kleinen weißen Bereich unten an der Helmkante. Überrollkäfig ist verbaut, Fahrersitz und so weiter ist alles aufgeklebt auf dem Einsatz im Auto, und alles, was ihr in Schwarz jetzt seht, ist der Fahrereinsatz, der auch schon aus Lexan aufgebaut ist. Also auch hier wurde schon auf Gewichtsoptimierung geachtet. Die Heckbeleuchtung ist aus einem Kunststoffteil gefertigt, in zwei Farben lackiert, in Orange und unten in Dunkelrot. Interessant wird es dann auf der Rückseite. Hier sehen wir zum ersten Mal unser Metallfahrwerk. Wir haben Aluminiumfahrwerk. Ausgelegt ist das Auto für 12 Volt auf der analogen Autorennbahn. Und befestigt ist die Karosserie und das Fahrwerk mit den 4 Schrauben. Die beiden müssen wir lockern und die beiden müssen wir lockern. Bei vielen Autos reicht es, die Schrauben zu lockern, und man kann dann die Karosserie hier hochbiegen und rausnehmen. Die Karosserie vom Auto Bianchi ist schon sehr massiv. Also man sieht auch hier, der Kunststoff ist relativ dick, somit ist das Raushebeln relativ schwierig. Somit ist besser, zumindest auf einer Seite die Schrauben fast ganz zu lösen, und dann kriegt man das auch leichter getrennt. Jetzt wird es richtig exotisch. Damit wir die Orientierung nicht verlieren, habe ich die Karosserie hier oben mal mit hingelegt. Wir sehen, da ist vorne und hier ist hinten. Wir fangen wie immer, wenn wir uns die Details anschauen, vorne an. Wir haben den schwarzen Kunststoffleitkiel, der gefedert verschraubt ist, mit dem vorderen Teil der Fahrwerksplatte. Die Kabel vom Leitkiel gehen natürlich direkt auf den Motor. Wir haben ja ein analoges Modell. Der Motor dreht 19.000 Umdrehungen im Leerlauf bei 12 Volt. Wir haben ein Kunststoffritzel am Motor in Weiß mit 12 Zähnen und wir haben ein Schrägzahnrad mit 33 Zähnen, also 12:33 im Getriebe. Die Hinterachse hat einen Durchmesser von 3 mm. Links und rechts sind Alufelgen verschraubt und aufgezogen sind Gummireifen. An der Vorderachse haben wir Kugellager links und rechts, somit hier vorne schon mal für guten Leichtgang hoffentlich gesorgt, werden wir dann im Fahrtest sehen. Der Motor bildet mit der Vorderachse 45 Grad, somit haben wir einen Antriebsform Engelwinder vorliegen. Das Fahrwerk hat zwei Teile. Wir haben einmal den Motorträger
in der Mitte und wir haben hier U-förmig den hinteren Teil des Fahrwerks. Beide Teile sind verbunden mit diesen drei Schrauben. Wir haben eine Schraube außen auf dem U und wir haben zwei Schrauben auf dem inneren Teil. Die Schrauben sind nicht ganz fest angezogen. Solange die locker sind, habe ich dann den Bereich beweglich. Somit haben wir hier eine Entkopplung zwischen der Vorder- und der Hinterachse und eine Bewegung im Auto. Ganz klein auf der Seite sehen wir noch den Auspuff. Der Auspuff hat natürlich nur optische Gründe. Interessant aber hier, dass es am Fahrwerk befestigt ist und nicht wie sonst üblich irgendwo an der Karosserie. Interessant gelöst ist die Hinterachse. Wir sehen, dass wir zwei Stummelachsen haben. Das heißt wiederum, die Achse ist nicht komplett durchgängig, aber von der Bauform her könnte es sein, dass man hier auch gut eine durchschieben kann. Ob das ein Vor- oder Nachteil ist, wird dann der Fahrtest zeigen. Wir lassen aber jetzt am Anfang mal alles so, wie es im Lieferzustand ist. Die Stummelachse wird auf der Innenseite jeweils mit einem Stellring gehalten. Hier sieht man auch, da ist eine Nematenschraube drin. Wenn ich die löse, kann ich den Stellring abziehen und dann die Achse nach außen rausziehen. Besonderheit, Vor- oder Nachteil sei im Moment dahingestellt, werden wir dann auch sehen, ist, dass die Achse auf zwei Böcken läuft und ich somit pro Stummelachse zwei Lager habe. Also in jedem Achsbock ist ein Lager, somit habe ich hinten vier Lager. Und es sind im Lieferzustand keine Kugellager, sondern Gleitlager. Zieht man die Reifen ab, sieht man die Alufelgen schön und man sieht, dass ich einen Außen- und einen Innenflansch habe. Dementsprechend müssen die Reifen ausgebildet sein, dass sie hier diesen Flansch auch gut nutzen können. Flansch hat den Sinn, dass der Reifen sich beim Fahren nicht nach links und rechts bewegen kann. Die Aussparungen in der Mitte des Fahrwerks, die deuten darauf hin, dass das Fahrwerk für den Carrera Digital Decoder schon vorbereitet ist. Also Fahrtrichtungsschalter hier, Fotodiode an der Stelle und Verschraubung durch dieses Loch. Natürlich können wir auch jeden anderen Decoder einbauen. Platz ist genug, das sollte kein Problem sein. Die exotische Antriebsform mit dem Frontantrieb bringt natürlich jetzt neue Überlegungen mit sich, was die Reifen angeht. Im Lieferzustand sind Gummireifen verbaut, vorn und hinten. Die fühlen sich ziemlich gleich an, also es ist nicht so wie beim normalen Slotcar, wo man vorne maximalen Grip haben möchte und vorne eigentlich minimalen Grip. Das wird hier anders sein. Wir brauchen vorne maximalen Grip, da ist unser Antrieb. Das wird jetzt aber bei diesem Fahrzeug anders sein. Wir brauchen vorne maximalen Grip, weil ja unser Antrieb vorne stattfindet und wir werden auch viel Grip hinten brauchen, damit unser Heck nicht über die Bahn schlittert in jeder Kurve. Also das wird eine neue Erfahrung, die wir machen müssen auf der Bahn, aber dazu gibt es dann das extra Video. Ich hoffe, euch hat die Vorstellung gefallen, ihr konntet einen Einblick in das Auto bekommen. Das Auto ist aktuell im Slotblock-Shop verfügbar, schaut da einfach mal rein und wir sehen uns dann auf der Bahn im nächsten Video. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Slotracing, euer Roland von Slotblock.de.